halt jetzt im Moment sehr viel hin und her gewechselt. So, dann können wir aber hier nochmal ein bisschen drehen. Dann können wir die Wand nochmal anzünden hier. Oder aufbrechen oder wie auch immer. So, dann machen wir das mal. Hier hinter mir die Wand anzudingsen würde wahrscheinlich keinen Sinn machen. Schauen wir mal, haben wir da was? Ja, jede Menge nichts. Gut, aber wir haben ja noch zwei Wände. Mal sehen, ob das reicht, so vom Winkel her. Da hat es auf jeden Fall irgendwas getroffen. Aber ist auch nichts dahinter, obwohl eventuell die Wand dahinter kann ich auch nicht zerstören. Schade. Haben wir nur noch eine. Falls jetzt da irgendwie mal was drin ist. Aha. Das klang noch gut. Ja, Powerbeam Pirat da. Such dir mal ein anderes Hobby. Darfst du jetzt mal sterben hier? Geht doch. Meine Güte, ich brauche dringend Leben. Ihr seht, ne, wieso, weshalb, warum ich da schon immer gesagt habe, und so. So, und jetzt, oh Gott. Aua. Energiekritisch, ja, klasse. Das ist schlecht. Erstmal glaube ich, dass wir so wenig Leben hatten. Verhältnismäßig. Na, klasse. Na, sie sind direkt da. Super. Na, das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Ich dachte, ich würde das Spiel mal schaffen, ohne dass ich sterbe. Aber nö. Nicht dieses Mal. Letzten Spielstand vorsetzen? Ja, ist okay. Die Versohnminen. Yay, jetzt den ganzen Mist nochmal. Yay. Okay. Naja, egal. Sterben ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Hab ich schon immer gesagt, werde ich immer sagen. Ist ja auch viel Wahres dran. Hab ich gehört. Jetzt machen wir das Ganze halt nochmal, aber halt besser. Ja, wo bist du denn? Da ist er. So, noch irgendwo. Dann müssen wir den Kran da nochmal verschieben und alles. Also alles, was wir vor zwei Folgen noch gemacht haben, müssen wir jetzt... Vor einer Folge. Vor anderthalb Folgen. Müssen wir halt jetzt nochmal nachspielen, aber halt jetzt nochmal in schön und geschmeidig. Ne? Also, so geht das hier nicht. Hey! Hey, Fans! Ich habe Fans! Glaube ich. Eventuell, möglicherweise. Kommt der hier schon wieder an? So. Dann einmal hier drauf achten. Hier kommt einer von der Decke. Haben wir da oben in der Decke eigentlich irgendwas drin? Ja, jede Menge nichts. Das sind so Weltraumpiraten, weißt du, die warten den ganzen Tag eigentlich nur darauf, dass da irgendwer vorbeikommt und dann sagen kann, ah, du hast mein Versteck niemals gefunden, aber ich hab dich gefunden. Weißt du, so die ganz Schlauen der Schlauen. So. Einmal hier kurz scannen. Aha. Schön ist ja dann, wir können ja wirklich die Datenbank-Einträge, die wir jetzt schon gelesen haben, einfach wirklich nur scannen und halt überspringen. So, aber da haben wir noch Sachen, die haben wir nicht gescannt. Jegliche Versuchmutationen sind dem wissenschaftlichen Team umgehend mitzuteilen. Alle Einheiten mit vorteilhaften Mutationen erhalten eine Gehaltssteigerung und zusätzliche Verpflegung.
Mögliche Kandidaten für die Elite sowie für den Einsatz der Truppe werden derzeit vom Kommando ausgewählt. Und da haben wir noch eins. Transport von Baustoffen abgeschlossen. Verarbeitung der Lieferung für die Zenum Wachteams ist in Vorbereitung. Alles klar. So, dann wie gesagt, in Schnelldurchlauf. Weil es so schön ist. Warte. Plopp. Da muss ich immer noch reindingsen, so viel zum Thema Schnelldurchlauf. So. Nein, das ist immer noch der Scanner, nicht die Beams. Ich hätte gern den Beam auf dem anderen Taste getönt. Warte, hier machen wir Folgendes. Wir haben da das Deaktivierungsdingens. Und da haben wir auch schon keinen Stress mehr mit dem Scheiß. Guck. Da ist noch einer. Da. Nicht lange fackeln, einfach machen. So, dann drauf vorbereiten. Gleich kommen die Wavebeam-Piraten des Todes, die mir so viel Leben wahrscheinlich abgezogen haben. Die sollte ich vielleicht nochmal scannen. Können sie hier mal rankommen? Ja, ist ja schön. Ja, die machen sehr viel Schaden. Wow. Bleib mal locker hier. Die schießen auch mit gelben Geschossen. Also das kann gar nicht so wavebeamig sein. So. Haben wir es dann? Aber gibt es wahrscheinlich noch einen, ne? Wir haben ja jetzt zwei getötet. Ja, da kommt er um die Ecke. Da ist er, ja. Der Kleine. Der Süße. Maul. So. Drei aufgeladene Schüsse und er ist weg. Diese war doch gar nicht so schwer, oder? Oder vielleicht doch? Ja, aber erstmal zu den Doors hinkommen, die jetzt unlocked sind hier. Hui. Komm hier durch. Och, Mensch, hier schon wieder. Warte. Nein, das ist nicht die Auswahltaste. Hier. Ach, jetzt ist er hinter mir. Kannst du doch nicht machen. Würdest du es bitte lassen? Danke. Und schon sieht mein Leben ganz anders aus. Aber ganz anders. So, hier war das über mir. Ja gut, jetzt hat sich die Tür wieder verschlossen. Weil ich so verdammt cool bin. Ja, ist gut. Ist gut. So. Dann, wie gesagt, einmal kurz durchscannen. Das, was wir halt alle schon gelesen haben hier. Kuckuck hier. Kuckuck da. Kuckuck jenes. Das war die Plattform des Todes. Ist jetzt drin in der Datenbank, ja? Ja. Dann ist ja gut. So, habe ich hier noch irgendwas wegen den Piraten? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es das jetzt gewesen ist. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Schon, weißt du, ne, so kurz her und ich habe schon wieder keine Ahnung. Also eigentlich Standard. Hey, Wavebeam-Piraten. Die erstmal irgendwelche Verriegelungen da machen. Finde ich nicht nett. So, keine Missiles mehr. So, geht doch. Und schon mal wesentlich mehr Leben als vorhin. Erheblich. Wesentlich. So, einmal hier. Ja, und einmal hier.
Und dann wieder eine Ebene höher. Da wechsle ich schon auf den anderen Beam, weil da ist ja so ein Powerbeam-Pirat des Todes. Hier nochmal ein paar Missiles mitnehmen. Kann ich da jetzt auch eine Super-Missile gleich drauffeuern auf den Depot. Ein Depot mit dem Beppo. So, dann ist auch schon Geschichte. Ne, lichtenlange Fackeln einfach machen. So. Haben wir hier gescannt. Haben wir da gescannt. So, dann wissen wir ja. Einmal hier den geradeaus. Und einmal den ganz links da. Den letzten. Schon ein bisschen Zeit gespart. Haben wir quasi das, was wir jetzt in anderthalb Folgen gemacht haben, in circa einer halben nochmal nachgeholt. Haben zwar jetzt nicht jeden Dreck gescannt, aber wir brauchen auch nicht jeden Dreck für die Datenbank. Reicht ja, dass wir es mal gelesen haben. So, jetzt sind wir ungefähr wieder auf dem Stand von vorhin. Yay! Ja, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Und wir haben wesentlich mehr Leben als vorhin. Ich habe gar nicht mitgekriegt, wie ich so wenig Leben, so viel Leben verloren habe. Hier halt nicht wieder irgendwie von irgend so einem Mist erwischen lassen. Ja, oder so, das geht natürlich auch. War halt nicht so wild. Aber hätte besser sein können. Ach, Moment, jetzt kommen ja wieder Powerbeam-Piraten, ne? Ja, genau. Der ist gut da hinten. Verrecke! So. Jetzt haben wir hier mehrere Schienen, alle halb farblich ein bisschen gekennzeichnet. Hier haben wir der Maschine. Dieses Hologramm zeigt die Konfiguration der Säule an. Die Säule besteht aus mehreren rotierbaren Abschnitten. Sie lassen sich individuell ausrichten, um zu verschiedenen Bereichen gelangen zu können. Durch Drehung der Teilstücke ändert sich der Verlauf der Magnetschiene. Gut, dann schauen wir erstmal an, wo uns denn die Anfangsposition denn überall so hinbringt. Wie gesagt, drei Schienen. Gut, die führt ins Nichts. Da haben wir Leben. Dann haben wir doch hier die rote. Die führt auch ins Nichts. Und die gelbe. Die führt schon mal ein Stückchen weiter. Aber endet auch hier irgendwo im Nichts. Das heißt, wir müssen mindestens einmal hier irgendwas drehen. Ich glaube, da habe ich das Blaue gerade verbunden. So. Hier kann ich halt das nächste Teil dann drehen. Dann kann ich hier das Rote miteinander verbinden. Muss ich halt nur unten halt die den Start wieder halt richtig ausrichten. Sonst hat halt die rote Schiene dort keine Verbindung. Einmal auf die ganz andere Seite. Einmal noch. So. Und dann gehen wir mal hier hoch. So, wieder eine Ebene höher. Irgendwo hier ist auch wieder zum Weltraumpirat. Da, mit Wavebeam. Kannst mich mal gern haben. Scheiß Wavebeam-Nutzer. Konnte ich noch nie leiden. Können aber auch hier schon durch. Will ich aber noch nicht. Glaube ich. Wohl, will ich? Was haben wir dahinter? Ja, da geht's auf jeden Fall weiter. Okay. Ach nee, das ist hier wieder Bendezium, ne? Gut, so viel dazu. Das heißt, ich muss da weiter.
Und ihr merkt, ne, alles deutet so ein bisschen darauf hin, dass wir jetzt demnächst die Powerbomben bekommen. Das war elegant, zwischen all dem Mist hindurch. Okay, bisschen elegant, eigentlich eher nicht so. Hier im Fahrstuhl aktivieren. Ja, sieht gut aus. So, und dann? Das hier ist im Krater. Ihr habt da gesehen, ne? Da oben ist irgendwo hier unser Artefaktgedöns. Dieser Tempel des Todes. Ups. So. Dann haben wir Gift, das da rausströmt. Muss natürlich nicht sein, dass ich damit in Kontakt trete.